Geschätzte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, die Kluft zwischen damals und heute ist nicht einfach. Und doch gibt es einen roten Faden, der sich durchzieht bis heute. Und zwar, wenn es um psychisch Kranke geht, wird es in der Regel ruhig. Und zwar sehr ruhig. Ich versuchte, Erinnerungssplitter hervorzuholen zu jenen alten Zeiten. Und mir kamen die Besuche in den Sinn, zusammen mit der Nonna in der psychiatrischen Klinik in Münsterlingen. Aus irgendeinem Grund hat sie uns als Enkel mitgenommen. Und da hat sie dann jeweils regelmäßig eine alte Frau besucht, ich nenne sie heute Trudi. Und die kam dann raus auf die Bank und da setzten wir uns und dann war es einfach still. Eine sedierte, verlangsamte Frau auf der Wartebank. War sie Teil von Medikamentenversuchen? Keine Ahnung. Aber wenn ich jetzt ins Heute rübergehe und beruflich hatte ich schon mit verschiedensten Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu tun, die psychisch krank sind. Und da entdecke ich dieselbe Stille. Lähmend still. Denn wer mag und will schon darüber sprechen, wenn es einen psychisch rausschmeißt? Zum Glück sind es oft nur temporäre Geschichten. 10% der Gesellschaft sind von solchen Geschichten betroffen. Und sehr oft wird nicht darüber gesprochen. Ja, die Covid-Geschichten haben eine gewisse Sensibilität gefördert für dieses Thema. Aber im Vergleich sind zum Beispiel körperlich beeinträchtigte Menschen, da ist eine starke Lobby spürbar, zielstrebig, da setzt man sich effektiv dafür ein. Und bei psychisch Kranken ist es oft still. Und in diese Stille hinein besteht aus diversen Gründen das ausgewiesene Risiko, dass einmal mehr ein offensichtlich notwendiges Trostpflaster, mit den Worten von Marina Bruckmann, aufgrund eines juristischen Dschungels in der Versenkung verschwindet. Und dass sich einmal mehr der Teppich des Schweigens durchsetzt. Da hinein begrüßt eine Minderheit der Fraktion Die Mitte EVP die Neubeurteilung durch den Regierungsrat und die Empfehlung, gesetzliche Grundlagen zu erarbeiten zugunsten der finanziellen Wiedergutmachung für betroffene Menschen von Medikamententests in der psychiatrischen Klinik. Dieses Jahr will Türöffner sein. Dieses Jahr ist eine Chance, dass einige Menschen von der Wiedergutmachung profitieren. Dieses Jahr ermutigt, über diese alte Geschichte hinaus psychisch Kranke echt wahr und ernst zu nehmen. Wir sehen euch. Die Pharmaindustrie ist gut beraten, diesen Faden aufzunehmen und konstruktiv nach Wegen zu suchen, um auch ihren Beitrag leisten zu können. Lasst uns diese Motion erheblich erklären. Danke für die Aufmerksamkeit.